ein Stück. Wir werden ein Stück stehen. Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, zu Anfang meines Berichtes erstmal ein politisches Wort. Die EKD und auch die EKM wollen nicht Kriegsgewinnler sein. Und genau das war die Fragestellung, als es um die zusätzliche Kirchensteuereinnahme durch das Energieentgelt im September ging. Eine außerplanmäßige Kirchensteuereinnahme, die der EKM zufloss, bedingt durch die hohen Energiekosten und die sind bedingt durch den Krieg in der Ukraine, das wissen Sie alles. Wir haben gestern schon davon gesprochen, das Landeskirchenamt und der Finanzausschuss der Synode haben beschlossen, dass dieses Geld, es sind gut 1,2 Millionen Euro, den Menschen zugutekommen soll in Mitteldeutschland, die von Armut betroffen sind. Das heißt konkret, die Gelder sind jetzt zur Vergabe an die Diakonie Mitteldeutschland, also an ihre Diakonie gegangen, weil wir die entsprechenden Logistik dafür haben, weil wir sonst auch im Fundraising ja gemeinsam mit der EKM tätig sind. Das Ganze ist unter der Überschrift Wärmewinter. Und wir haben alle Kirchenkreise und Kirchengemeinden nach einer Presseerklärung gemeinsam mit Bischof Kramer zum Tag zur Bekämpfung von Armut am 17. Oktober informiert und gebeten, sich zu überlegen, was sie in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden in diesem Winter tun soll für Menschen, die von Armut betroffen sind. Es gibt schon Kirchengemeinden, bei denen gibt es eine Mittagsmahlzeit, beim anderen gibt es vielleicht warme und auch warmherzige Begegnungsräume. Dafür können Sie bei uns, bei der Diakonie Mitteldeutschland, entsprechende Mittel aus diesem Fonds, den wir dafür gebildet haben, beantragen. Ebenso unterstützen wir die Tafeln, Bahnhofsmissionen, Mittagstische, Sozialkaufhäuser und alle weiteren Dienste im Bereich der Armutsbekämpfung, die wir in der EKM und in der Diakonie Mitteldeutschland haben. Wir unterscheiden da nicht, ob die Rechtsträgerschaft verfasste Kirche oder Diakonie ist. Das Geld ist für diesen Zweck vorgesehen und wird dafür ausgezahlt. Und zurzeit gehen so die unterschiedlichsten Anträge ein und ich weiß, dass unterschiedliche Gemeinden auch überlegen, was sie da tun können. Also dieses außerplanmäßig der Kirche als Kirchensteuer zugeflossene Geld kommt den Menschen in Mitteldeutschland zugute, die in besonderer Weise von Armut betroffen sind. An der Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Nun zu meinem Bericht, der Ihnen ja auch schon einige Zeit schriftlich vorliegt. Von der Pandemie und den Auswirkungen auf die Diakonie habe ich ja in den vergangenen 2 Jahren berichtet und jetzt haben wir uns, sagen wir mal irgendwie, an diese gewöhnt. Parallel wird die Spaltung in unserer Gesellschaft größer. Menschen, die sehr verschieden denken und im Dialog kaum zueinander finden, auch in Kirche und Gesellschaft. Der soziale Frieden wird dadurch immer fragiler, verstärkt durch hohe Inflation und eben die rasant steigenden Energie-, aber auch Lebensmittelpreise. Und dann, als wir uns eben so langsam an die Pandemie gewöhnten, kam der Krieg, und zwar der Krieg mitten in Europa. Erschrecken und Entsetzen und zugleich Verbundenheit und Menschlichkeit prägen die Empfindungen. Wir verurteilen den Angriffskrieg Russlands und solidarisieren uns mit den Menschen in der Ukraine. Vor der Geschäftsstelle der Diakonie Mitteldeutschland und auch vor einigen diakonischen Einrichtungen weht seit Monaten die ukrainische Fahne. Und auch hier besteht die Gefahr, dass wir uns irgendwie daran wieder gewöhnen. Die Medien berichten schon weniger und kürzer, die eigenen Sorgen drohen das Leiden der Menschen in den Kriegsgebieten zu überlagern. In allen diakonischen Handlungsfeldern sind wir seit vielen Monaten mit den Auswirkungen des Krieges auf die Einrichtungen und Dienste beschäftigt. Und besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Migrationsdiensten, die zusätzlich zu ihrer herausfordernden Arbeit die Unterstützung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine leisten.
Und ich danke ausdrücklich auch allen Kirchenkreisen und Kirchgemeinden, die Menschen aus der Ukraine gastfreundlich aufgenommen haben. Sehr unkompliziert, sehr schnell, mit hohem ehrenamtlichen Engagement. Und ich danke allen Spenderinnen und Spendern und allen, die Kollekten gegeben haben für Diakonie-Katastrophenhilfe. Das ist die professionelle Organisation der evangelischen Kirche, die auch in der Lage ist, in der Nähe, ja auch in Kriegsgebieten zu helfen. Und von dieser hohen Spendensumme sind an Kirchenkreise und Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen in den vergangenen Wochen gut 800.000 Euro auch zurückgeflossen für die Unterstützung hier in Mitteldeutschland. Politisch war es der richtige Weg, zum 1. Juni diesen Jahres einen Rechtskreiswechsel zu vollziehen für die Menschen aus der Ukraine. Sie haben dadurch einen sehr viel schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt, zur Krankenversicherung und deutlich besseren Sozialleistungen. Aber wir kritisieren als Diakonie sehr deutlich, dass es nun geflüchtete Menschen erster und zweiter Klasse gibt. Menschen aus anderen Kriegsgebieten dieser Welt dürfen nicht aus dem Blick geraten. Zum Beispiel die Ortskräfte aus Afghanistan, die teilweise nach und nach Deutschland einreisen dürfen, nachdem die deutsche Regierung sie im Chaos des Abzugs im August 2021 schutzlos zurückgelassen hat. Schwerpunktthema meines diesjährigen Berichtes widmet sich dem Thema Teilhabe und Inklusion, ganz konkret der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. In Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die Diakonie in diesem Handlungsfeld der führende Wohlfahrtsverband. Und die Evangelische Kirche hat sich in einer Pressemitteilung vom 5. Oktober sehr klar positioniert und erneut dafür ausgesprochen, dass die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen kirchlichen Lebens zu verwirklichen ist. Gemeinsam mit Diakonie Deutschland hat die EKD dazu einen guten Orientierungsrahmen veröffentlicht. Ich möchte Sie heute in meinen Ausführungen mitnehmen in die große Idee, in die Herausforderung und die Umsetzung, die wir mit den Themen Inklusion und Teilhabe haben. Es ist eine zum Teil erfreuliche, aber zum Teil auch etwas anstrengende Geschichte. Wir sehen die Gefahr, dass gleichberechtigte Teilhabe scheitert. In den Fragen der juristischen Umsetzung und fiskalischen Vorbehalten gerät sehr schnell und oftmals der aus dem Blick, um den es eigentlich geht, nämlich dieser eine Mensch. Der eine Mensch, der mit einer Behinderung lebt. Und auch kritisch müssen wir uns als Kirche fragen, wie wir Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung allgemein und konkret verstehen. Der Teilhabe- und Inklusionsbegriff ist sehr umfangreich und breiter, als ich Ihnen heute erläutern kann. Es geht um Armut, Bildung, Alter, Gleichberechtigung, Diversität, Sprache und Migration. Aber auch selbstkritisch müssen wir fragen, wo Exklusion oder auch exkludierendes Handeln bei uns vorkommen. Es braucht nicht immer eine juristische Regelung, es braucht auch nicht immer ein Konzept, aber was es immer braucht, ist Perspektivwechsel und Sensibilität für Menschen in einer anderen Lebenssituation. Wobei wir niemals auch nur ansatzweise meinen sollten, uns vorstellen zu können, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben, wenn wir nicht selber betroffen sind. In meinen Ausführungen gehe ich insbesondere auf Menschen mit geistiger Behinderung ein. Sie bilden in den diakonischen Förderschulen, Wohn- und Arbeitsangeboten in der Diakonie Mitteldeutschland die größte Gruppe. Und im zweiten Teil meines Berichtes gehe ich dann kurz auf verschiedene aktuelle Problemlagen, insbesondere auf die Energiekosten- und Versorgungskrise der sozialen Einrichtungen, wie wir sie in diesen Wochen erleben und noch keine richtige Lösung in Sicht hat, in den Blick. Also kommen wir zu Teilhabe und Inklusion, wenn eine Idee auf Wirklichkeit trifft. Wie inklusiv oder exklusiv sind wir? Vielleicht kennen Sie aus dem Fernsehen den aktuellen Spot der Aktion Mensch aus der Kampagne Orte für alle. Der läuft in den letzten Wochen sehr häufig und dort erleben Sie Menschen mit einer Behinderung, die Sätze sagen, du bist nicht so, wie du sein solltest. Du bist so kompliziert. Kannst du nicht wie alle anderen sein? Das ist die oft gewohnte Perspektive.
Der Spott dreht dann am Ende die Perspektive um und gemündet in dem Satz schon mal überlegt, dass nicht meine Prothesen das Problem sind, sondern die verdammte Treppe hier. Ich unterstelle, dass jeder und jeder von Ihnen, von uns Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung richtig und gut findet. Jedenfalls fallen mir keine wirklichen Gründe ein, es nicht gut zu finden. Aber wenn es dann konkret wird, dann wandelt sich manchmal das Bild. Welche Perspektiven haben wir? Was bedeutet Barrierefreiheit oder wenigstens Barrierearmut? Und wer ist verantwortlich für Teilhabe und Inklusion? Wer ist zuständig? Oder auch, sind das überhaupt die richtigen Fragen? In meinem Urlaub im Sommer diesen Jahres blätterte ich hin und wieder, jedenfalls wenn Kirchen geöffnet waren, was dann immer erfreulich ist, in den dort ausliegenden Gemeindeblättern. In einer Kirche las ich: herzliche Einladung zu den Gemeindekreisen und der Rubrik Kirchenmusik, Kirchenchor und Posaunenchor zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Wie ernst meinen wir es mit Einladungen? Oder will man unter sich bleiben? Oder ist es vielleicht einfach gar nicht aufgefallen, weil es so selbstverständlich ist? Auch wenn es in meinem Bericht im Schwerpunkt mäßig um Menschen mit Behinderung geht, meint Inklusion erstmal, alle Menschen in den Blick zu nehmen. Das ist hier zumindest nicht richtig gut gelungen. Ein anderes, etwas längeres Beispiel aus einer großen Kirche einer größeren Stadt im Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Das Abendmahl wird gefeiert. Mobilitätseingeschränkte Menschen können wegen der drei flachen Stufen nicht auf den Altarplatz kommen. Sie können sich nicht einreihen, sie können nicht eingehen in die Gemeinschaft aller. Sie bleiben im Mittelgang des Mittelschiffs vor den drei Stufen mit Rollatoren und Rollstühlen stehen. Manchmal warten sie lange. Es ist die letzte Runde. Alle anderen Gottesdienstbesucher sitzen schon wieder auf ihren Plätzen. Die Austeilenden kommen für die letzte Runde zu der Gruppe von Menschen mit Behinderung, reichen ihnen Brot und Wein. Danach gibt es nun wieder direkt vor dem Altar die Extra-Runde für die Austeilenden. Ich lade Sie ein, an dieser Stelle ganz wertungsfrei über diese Wirkung nachzudenken, über diese Praxis, die irgendwie schon immer so ist. Hier beim Abendmahl zweimal Exklusion. Und wenn es schon unmöglich ist, für das Abendmahl eine schiefe Ebene über die drei Stufen hinzubekommen, könnten die Austeilenden sich wenigstens in die Runde derer einfügen, die nicht die Chance haben, auf den Altarplatz zu kommen. Das wäre ein wichtiges Zeichen für eine unterschiedslose gelebte Gemeinschaft aller, gerade beim Abendmahl. Noch einmal, wer ist verantwortlich für Inklusion und Teilhabe und was bedeutet Barrierefreiheit oder Barrierearmut? Es erschöpft sich nicht in der Überwindung von drei Altarstufen. Es geht auch um Schriftgröße, Lesbarkeit, Zugänge und Assistenzsysteme. Es geht um Haltung, Wahrnehmung und verständliche Sprache. Also, als Theologe erlaube ich mir den Absatz: die Kunst ist also nicht nur eine theologisch fundierte und homiletisch gut gedachte Predigt zu erarbeiten, sondern diese aber ohne Ansprüche an innerlichen Substanzverlust auch gut verständlich und nachvollziehbar vorzutragen. Zu dieser Kunst gehören auch das, was wir in kleinen Formaten haben oder in Gemeindebriefen schreiben. Das bedeutet nicht, dass sie nur an Schriftbild und Schriftgröße bauen und auch nicht nur an Menschen mit geistiger Behinderung denken, sondern schlicht die Frage stellen, können andere es überhaupt verstehen oder zumindest wahrnehmen. Der Deutschlandfunk sendet freitagabends Nachrichtenüberblick in einfacher Sprache und hat eine barrierearme Homepage. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat Nachrichten und Homepage in leichter Sprache. Es gibt Gebärdendolmetscher und Simultandolmetscher für leichte Sprache und es gibt inzwischen bei mehreren diakonischen Trägern der Diakon Mitteldeutschland Übersetzungsbüros für leichte Sprache. Also Unterstützung ist möglich. Es geht nicht um Herausragendes, es geht um Alltag. Und vielleicht ist das gerade das Herausfordernde. Wenn wir sagen, na, das wissen wir doch schon, und jetzt trägt der Stolte auch noch vor, was wir alle schon wissen,
Und das machen wir doch schon immer. Wenn wir es immer schon so machen und gar nicht mehr darüber nachdenken, dann rechnen wir gar nicht damit, dass es anders sein könnte oder sich wandeln könnte. Wenn wir glauben zu wissen, was für andere gut ist, haben wir schon eine Barriere im Kopf aufgerichtet. Und die weit verbreitete Meinung, dann inklusiv zu sein, wenn wir Menschen mit geistiger Behinderung einfach mal fragen, was braucht ihr denn, was wünscht ihr euch, die ist schlicht zu kurz. Wie soll ein Mensch eine Wahl treffen und für sich etwas entscheiden können, wenn er seine Möglichkeiten gar nicht kennt? Ob Sie selbst Theater lieben oder Kino, die Berge oder das Meer, das müssen Sie ja erst einmal erfahren, um sich entscheiden zu können. Es geht darum, in Kommunikation zu kommen, Welten zu öffnen, in Welten zu begleiten, Erfahrungen zu ermöglichen und bei Entscheidungen zu unterstützen. Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit sind also nicht nur Begriffe, es sind vielmehr Themen geworden und es sind nicht nur Themen für Fachleute im Bereich der Eingliederungshilfe. Inklusion und Teilhabe bedeuten nicht, dass Menschen mit Behinderung sich anpassen und einfügen müssen, sondern dass sie andere haben, die ihnen Möglichkeiten öffnen und für Ermöglichung sorgen. Kommen wir in einem nächsten Gedankengang, wo stehen wir denn eigentlich in den weltweiten Diskussionen? Und das ist entscheidend, weil im Jahre 2006 die UNO-Generalversammlung das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung beschlossen hat. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Menschen mit Behinderung nicht mehr als krank oder Kranke bezeichnet, sondern als gleichberechtigte Menschen, deren Behinderung eher von außen durch Struktur und Umwelt besteht. Und diese UN-Behindertenrechtskonvention ist eine Menschenrechtskonvention und hat den Rang von Menschenrechten. Sie wurde im Jahr 2009 von der Bundesregierung ratifiziert. Im Artikel 3 heißt es, dort lesen wir unter dem Grundsatz, die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft sind zudem angemessen an erster Stelle Chancengleichheit und Zugänglichkeit, die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seine individuelle Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit. Alles das als Menschenrechte beschlossen. Die Konvention definiert, dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht. Das heißt, zu den Menschen mit Behinderung zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige und Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Diese UN-Behindertenrechtskonvention hat in Deutschland Gesetzeskraft. Und 2015 wurde dann die Umsetzung des Übereinkommens auch in Deutschland durch einen UN-Fachausschuss erstmalig evaluiert. Da gab es ein paar positive Bemerkungen, denn es gibt inzwischen den Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Belange von Menschen mit Behinderung und es gibt einen nationalen Aktionsplan. Aber es gab auch deutliche Kritik. Kritik an dem System. Und da geht es nicht darum, dass man Kritik gleich schnell zurückwirft an den hauptsächlich institutionalisierten Wohnformen, überwiegend separaten Förderschulen oder an Werkstätten als Verhinderung von Teilhabe. Wenn man das alles als negativ ansieht, hat man die Inhalte nicht wirklich verstanden und macht es sich viel zu einfach. Diakonische Träger bieten gute Orte und Räume für viele Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel in Artikel 24 der Konvention, die bezieht sich auf das Thema Bildung, steht nicht, dass Förderschulen abzuschaffen sind, sondern dass jedes Kind mit Beeinträchtigung die Bildung erhält, die für den eigenen Bildungs- und Lebensweg als angemessen ist, wo es geistige und körperliche Fähigkeiten zur vollen Entfaltung bringen kann und zu wirksamer Teilhabe an der freien Gesellschaft mit individuell angepassten Unterstützungsmaßnahmen befähigt wird. In dem Sinne sind die Förderschulen in der Diakonie Orte der Inklusion. Und genauso gibt es Gemeinschaftsschulen, wo Menschen mit Behinderung lernen. Es kommt darauf an, dass der Mensch in der Schule ist, die für ihn gut ist
und nicht einfach in einer festgelegten Schulform. Aber was können Menschen mit Behinderung für sich erreichen, wenn sie weiter oder anderes wollen für ihr Leben oder auch wenn sie eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung verlassen wollen und eigenständig leben? Wie niederschwellig sind Zugänge und Unterstützungssysteme oder wie inklusiv ist der Arbeitsmarkt, ist die Frage. Und es bedarf in Deutschland noch 3 Millionen barrierearmer und barrierefreier Wohnungen, damit Menschen mit Mobilitätseinschränkung auch eigenständig wohnen können. Wenn wir alle Kritik ernst nehmen, wenn wir als Gesellschaft, Staat und Politik Inklusion und Teilhabe wirklich ernst meinen, dann bedeutet es auch, dass es teuer wird. Wenn wir Inklusion aber als Wert erachten, dann würde dieser Wert die Kosten weit übersteigen. Ich befürchte aber, dass wir am Ende Verluste machen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, vielleicht auch ein Wollensproblem. Und dann überspitzt, dann kam das Bundesteilhabegesetz. Das kam im Dezember 2016. Na, ein langer Weg dahin zum Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Wird oft ganz kurz als BTHG abgekürzt. Es gab eine Reihe von Protesten, weil das Gesetz in sich einen großen Widerspruch enthält. Nämlich 2 Ziele, die nicht zueinander passen. Das erste Ziel, Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und 2. Ziel, keine neue Ausgabendynamik. Dieser 2. Punkt überrascht in seinem Widerspruch und zieht besonders in den länderspezifischen Regelungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen sehr massive Probleme für Betroffene, aber auch für die Diakonie als Leistungserbringer und zum Teil erhebliche Vertrauensverluste nach sich. Ich komme da später noch drauf zurück. Also dieses Gesetz sieht erstmal einen Systemwechsel vor. Leistungen richten sich zum Beispiel nicht mehr nach der Wohnform, sondern danach, wie der individuelle Bedarf eines Menschen mit Behinderung ist. Wesentlich dafür ist die Herausnahme der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe, aus dem SGB 12, zu einem eigenen Leistungsrecht für Menschen mit Behinderung im 9. Sozialgesetzbuch. Dieses Leistungsrecht zeigt sich insbesondere durch personenzentrierte Ausrichtung und ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Unserem Verständnis nach ist es eben das Wesen des Bundesteilhabegesetzes, es Menschen zu ermöglichen, nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu leben. Und die Eingliederungshilfe und die Gesellschaft insgesamt haben dann den Auftrag, dieses auch zu ermöglichen. Also es kommt, wenn geprüft wird, welchen Unterstützungsbedarf hat ein Mensch mit Behinderung, nicht darauf an, wie groß der Umfang seiner Beeinträchtigung ist und schon gar nicht in Prozentzahlen. Es kommt nicht auf den Behinderungsgrad oder den Intelligenzquotienten an, sondern es kommt darauf an, wie sich die Beeinträchtigung auf die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft auswirkt. Und damit kommt diese Wechselwirkung vom individuellen Menschen und System der UN-Behindertenrechtskonvention in den Blick. Oder ich erinnere nochmal an Aktion Mensch. Schon mal überlegt, dass nicht meine Prothesen das Problem sind, sondern die verdammte Treppe hier. Wie bei vielen Gesetzen besteht Einigkeit darüber, dass die Intention zwar gut und die Ausgestaltung schlecht ist. Die Kritik ist und bleibt mannigfach und fundiert. Ein paar Punkte möchte ich nennen. Diesem Paradigmenwechsel aus der UN-Behindertenrechtskonvention wird das Bundesteilhabegesetz nur in Teilen gerecht. Und auch die Bedarfsermittlung, die die einzelnen Bundesländer mit ganz unterschiedlichen Systemen sich überlegt haben, wird den Anforderungen nicht gerecht. So ist es immer noch möglich, Beurteilung nach Aktenlage ohne ernsthaftes, unmittelbares Einbeziehen eines betroffenen Menschen, um festzustellen, welchen Hilfebedarf er denn eigentlich hat. In Corona-Zeiten wurde das zum Regelfall. Es ist nach dem Gesetz möglich, einen Leistungswunsch als unangemessen zu bewerten, insbesondere dann, wenn er den bisher üblichen Kostenrahmen schlicht übersteigt.
Und das Bundesteilhabegesetz sieht eben Kostenneutralität vor und gleichzeitig Personenzentrierung, individuelle Leistung und gleichberechtigte Teilhabe. Und das steht in einem Gesetz einfach widersprüchlich gegeneinander. Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz betont, dass dringender Handlungsbedarf ist, und zwar bei Handlungsbedarf in Bezug auf die Kostenentwicklung der Eingliederungshilfe. Also es darf nicht nur eine Kostensteuerung geben, sondern es müsste auch möglichst billiger werden. Sparpotenzial sehen wir genau dann nicht, wenn wir Menschen mit Behinderung gerecht werden wollen. Und genau da bewegt sich der jahrelange Konflikt, den wir mit den beiden Bundesländern haben. Also schauen wir unter Punkt 4 etwas genauer auf die Arbeit der DIAG in Mitteldeutschland für und mit Menschen mit Behinderung. Ein paar Zahlen, ich will nur ein paar nennen, Sie können die intensiv da alle nachlesen, aber so ein Gefühl dafür, in welcher Größenordnung wir uns allein in der Diakonie Mitteldeutschland bewegen. Unter unserem Dach arbeiten bei den unterschiedlichsten selbstständigen diakonischen Träger 7.858 Kolleginnen und Kollegen in der Eingliederungshilfe inklusive der Förderschulen. Das sind 22% der Beschäftigten, die es in der Diakonie Mitteldeutschland gibt. Es gibt 192 sogenannte stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Das sind also besondere Wohnformen, Einzelwohnen, auch Nachsorgeeinrichtungen für suchtkranke Menschen, therapeutische Übergangswohnheime und anderes mehr. Dort werden 5.630 Menschen betreut. Es gibt 143 teilstationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen, beispielsweise Werkstätten, Tagesförderstätten und anderes mehr. Dort werden 10.389 Menschen betreut. Und es gibt 110 Beratungsstellen und ambulante Dienste, wo 677 Kolleginnen und Kollegen arbeiten. In 20 Diakonie-Förderschulen, 6 in Sachsen-Anhalt, 14 in Thüringen, erhalten insgesamt 1.743 Kinder und Jugendliche individuell angepasste schulische Bildung, unterrichtet von knapp 700 Kolleginnen und Kollegen. Das nur mal, damit Sie ein Gefühl kriegen, wie breit auch die Eingliederungshilfe in der Diakonie in Mitteldeutschland aufgestellt ist. Jetzt noch ein paar Sätze zur Situation der politischen Arbeit. Ich habe ja auf das Gesetz schon deutlich hingewiesen. Die besondere Erfahrung in der Corona-Pandemie unterstreicht die Wichtigkeit, die Themen Selbstbestimmung, Personenzentrierung und Teilhabe einer kritischen Bestandaufnahme zu unterziehen und zu prüfen, wie es um die tatsächliche Umsetzung steht. Die Krisenzeit hat wie in einem Brennglas deutlich gemacht, wie weit wir grundsätzlich von den Zielen entfernt sind. Viele Betroffene blieben in Zeiten von Corona manchmal nichts anderes übrig, als einfach auf die Hilfen zu verzichten. Einrichtungen wurden von heute auf morgen geschlossen. Die Eingliederungshilfe war als Leistungserbringer in der Corona-Pandemie sehr betroffen und sehr erschwert. Es gab Betretungsverbote und sehr negative Auswirkungen auf die physische und Psyche von Menschen mit Behinderung. Also genau das Gegenteil von Teilhabe. In Sachsen-Anhalt gibt es eine zentrale Struktur als Träger der Eingliederungshilfe, nämlich das Land ist Träger der Eingliederungshilfe und die Sozialagentur organisiert dieses für das ganze Land und ist auch der Verhandlungspartner für die Wohlfahrtsverbände und die Landkreise und kreisfreien Städte unterstützen an der Stelle. In Thüringen ist die Struktur ganz anders. In Thüringen sind die Landkreise und kreisfreien Städte die Träger der Eingliederungshilfe, der Freistaat nur überörtlicher Träger. Also für das, was landesrahmenvertraglich geregelt ist, sind 22 Gebietskörperschaften zuständig. Sie alle kennen Thüringen und seine Vielgestaltigkeit. Soweit, dass also keine Einigung erzielt werden können, auch in der Verhandlungskommission des Landes, dann wird es 22 Mal unterschiedlich ausgelegt. Etwas überspitzt gesagt, es bedeutet Glück oder Pech, je nachdem, in welcher Gebietskörperschaft ein Mensch mit Behinderung wohnt und ein diakonischer Träger Leistungen anbietet, wie diese ausgestaltet sind. Und für die Träger, die Menschen mit Behinderung unterstützen, die aus sehr verschiedenen Landkreisen und kreisfreien Städten kommt, ist dies ein Wirrwarr an unterschiedlichsten Regelungen. Die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe bei den Landkreisen und Kommunen stellen wir sehr kritisch in Frage und sagen, das Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse für Menschen
mit Behinderung in Thüringen kann so nicht erreicht werden. Auch nicht verlässliche Teilhabechancen für den Einzelnen und schon gar nicht die Weiterentwicklung und Transformation der Leistungserbringer. Denn dieser erforderliche Transformationsprozess, nämlich alle Leistungen personenzentriert und individuell zu erbringen, braucht Zeit, braucht finanzielle Ressourcen und ist ein großer, dynamischer Prozess. Der gelingt nur sehr in Ansätzen und sehr mühsam. Und hier muss man wieder kritisch sagen, einer kommt dabei selten vor, der einzelne Mensch mit Behinderung. Das ist unsere gegenwärtige Situation in Sachsen-Anhalt und Thüringen, ein ganz mühsamer Prozess und immer mit dem Druck Kosteneinsparung, sodass personenzentrierte Leistungen nur sehr schwer zu erbringen sind, und zwar fachgerecht, qualitativ und auch von den Leistungserbringern, also den diakonischen Einrichtungen, einer Struktur, die verantwortlich ist, mit hoher Qualität und angemessenen Gehältern. Fragen wir nochmal, wer ist denn verantwortlich und vor allen Dingen auch für uns? Was können wir denn tun? Gleichberechtigte Teilhabe und gelingende Inklusion gelingt durch viele Akteure in Politik und Verwaltung, durch professionell arbeitende Träger. Für die Transformation mit Blick auf den individuellen Hilfebedarf des einzelnen Menschen mit Behinderung selbstverständlich ist. Gelingt durch eine Gesellschaft mit einem würdeorientierten Verständnis von Wert und Werten und einer Haltung, die Teilhabe und Inklusion in sich trägt. Gelingt durch uns als Kirche und Diakonie und auch durch jeden Einzelnen von uns. Gleichberechtigte Teilhabe und inklusive Gesellschaft sind keine Projekte mit definiertem Anfang und Ende, sondern sie sind ein ständiger, iterativer Prozess der Transformation und ein werte- und würdebezogener Prozess des steten Wandels. Was können wir also tun? Zunächst geht es um Wissen. Auch das will ich mit meinem Bericht vermitteln. Wissen um Mitmenschen, die mit einer Behinderung leben, in der Stadt, in Ländern. Und aus diesem Wissen und Können sollten wir Sensibilität für Menschen erwachsen, für Lebenslagen und Offenheit für Vielfalt. Daraus erwächst unsere gemeinsame und die je eigene individuelle Verantwortung für das Miteinander, für jeden Mitmenschen in seiner unveräußerlichten Würde, für diesen einen Menschen mit Behinderung. Aus dieser Verantwortung folgt Handeln für Erfahren und Ermöglichen, und Erfahrung schafft Teilhabe und Erfahrung macht man eben, indem man Erfahrung macht. Dann sprechen wir von der Verallgegenwärtigung von Teilhabe. Teilhabe und Inklusion sind eben mehr als Versorgung. Es ist Haltung und Aufgabe zugleich und die darf in unserem Land nie wieder zur Disposition stehen. Diese Aufgabe haben wir auch als verfasste Kirche mit Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in der Gemeinschaft der Christinnen und Christen. Ich rege an, die Synode möge sich mit einer Verlautbarung für gleichberechtigte Teilhabe in einer inklusiven Gesellschaft einsetzen. Ich glaube, dieses wäre der richtige Zeitpunkt. Und ich bitte auch die Synode, einen Prozess anzustoßen, damit die EKDM eine besonders für Menschen mit Behinderung teilhabeorientierte Kirche wird. Und das, was ich zu Anfang erzählt habe, dann nur noch aus längst vergangener Zeit erzählt wird. Soweit meine Ausführungen zum Thema Inklusion und Teilhabe. Ich will auf eine aktuelle, und da sage ich wirklich Problematik und nicht Herausforderung, hinweisen, die uns inzwischen in allen diakonischen Einrichtungen und bei allen Trägern betrifft. Das ist die Energiekrise, die Kostenkrise und die Versorgungskrise. Ja, man muss sagen, soziale Einrichtungen sind in diesen Wochen auch von Existenz bedroht. Ja, es ist Versorgungssicherheit in Gefahr. Da müssen wir positiv feststellen, das hat inzwischen sogar die Bundesregierung begriffen und auch die Expertinnenkommission Gas-Wärme hat das in ihrem Abschlussbericht geschrieben. Durch intensive Arbeit ist das mindestens ermöglicht, dass es nicht nur um Industrie und Handwerk geht, sondern auch soziale Einrichtungen stark betroffen sind. Also der Erhalt der Daseinsvorsorge ist in den Blick zu nehmen, mit sofortigen, aber auch nachhaltigen Maßnahmen. Die gemeinnützigen Organisationen, für die existieren ja klare und enge Vorgaben für Bildung und Verwendung von Rücklagen. Das heißt also,
Der Puffer, um diese hohen Kosten auch längere Zeit zu finanzieren, haben gemeinnützige Organisationen nicht. Das trifft übrigens für alle gemeinnützigen Organisationen zu. Das gilt genauso für jeden Sportverein. Und deshalb sind sie immer direkt abhängig von einer auskömmlichen Refinanzierung durch die verschiedenen Kostenträger. Die Vergütungsvereinbarungen werden in der Regel prospektiv, das heißt mit Blick nach vorne, für einen bestimmten Zeitraum geschlossen und als wird das Jahr 2022 verhandelt wurde, im Herbst 2021, konnte niemand diese Kostenentwicklung im Blick haben. Also sind sie natürlich auch nicht eingerechnet. Und die Gesetzeslage ist so, nachträglich wird nie etwas ausgeglichen. Mehr als die Hälfte der Dienste und Einrichtungen in der Diakonie Mitteldeutschland befürchten Liquiditätsengpässe. Und wir schließen auch Insolvenzen nicht aus, wenn nicht Entlastungspakete greifen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben ja gezeigt, dass die Dienste sozialer Infrastruktur systemrelevant sind. Und das gilt es nun auch in dieser Krise wirklich durchzubuchstabieren. Es besteht Einigkeit darüber, dass die zusätzlichen Maßnahmen zur Absicherung der sozialen Infrastruktur und der Grundversorgung für alle freien Träger gebraucht werden, die subsidiär staatliche Aufgaben übernehmen. Es braucht also auch mehr als die Gas- und Strompreisbremse, es braucht einen Hilfsfonds für soziale Anbieter. Das hat inzwischen auch die Bundesregierung in ihrem Eckpunktepapier geschrieben, aber weiter ist noch nichts untersetzt, auch nicht in den Bundesländern, die in Überlegungsprozessen stehen. Aber die Zeit rennt. Es braucht einen Mechanismus, wie die außerordentlichen Kostensteigerungen bei Pflegeeinrichtungen abgefangen werden, denn sonst werden sie in den Verhandlungen den Bewohnern im Eigenanteil aufgebürdet. Und das heißt, wir drängen ganz viele Menschen und noch mehr als jetzt in der stationären Altenhilfe schlicht in die Sozialhilfe, weil sie die Wärme des Pflegeheims nicht bezahlen müssen. Das, was die Pflegekasse zahlt, ist immer ein Festbetrag. Die trifft es nicht. Und wir können es uns auch nicht leisten, dass Krankenhäuser nicht mehr heizen können. Und wir müssen sicherstellen, dass soziale Einrichtungen, wenn es zu Abschaltungen kommen, die letzten sind, die abgeschaltet werden. Und 19 Grad in einer Pflegeeinrichtung für hochbetagte Menschen ist nicht mehr menschenwürdig. Wir sind in einem engen Gespräch mit den Ländern und wir hoffen sehr, dass genug Einsicht ist, dass die sozialen Dienstleister, und zwar von Beratungsstellen über Migrationseinrichtungen, über alle Kindertagesstätten bis zu den großen Krankenhäusern, hier Unterstützung brauchen. Und dass das auch so ausgestaltet ist, dass das rasch kommt und auch wirklich greift. Hinweisen will ich nochmal auf die finanziell schwierige Situation jener Menschen, die auf existenzsichernde Leistungen angewiesen sind. Und zwar insbesondere auf die, die so etwas über der Grundsicherung liegen, wo nämlich die erheblichen Mehrkosten nicht von Amts wegen übernommen werden. Und da droht besonders, dass sie in Armut kommen. Das neue Wohngeld wird etwas Abhilfe schaffen, wenn die Kommunen es schaffen, die Verwaltung der vielen Wohngeldanträge so hinzukriegen, dass das irgendwo was mit dem Winter zu tun hat. Das ist die große Fragestellung. Es sind über 800.000 Menschen jetzt mehr Wohngeld berechtigt. Das ist sinnvoll, aber das Gesetz hilft noch nicht. Es hilft erst der bewilligte Wohngeldantrag. Wir weisen sehr deutlich dahin, dass es die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen sehr viel mehr Personal brauchen. Sie können jetzt schon die vielen Anfragen der Menschen nicht decken, die nicht wissen, wie sie ihre Betriebskosten der Wohnung und andere Kosten begleichen sollen. Da ist Beratungsbedarf notwendig und Unterstützungsbedarf. Und dass die Regelsätze in der Grundsicherung angepasst werden müssen, das ist hoffentlich hier unstrittig. Ich hoffe, dass politische Gezerre dieser Tage und das Ausspielen von Menschen aus verschiedenen Gruppen, die von Armut betroffen sind, untereinander hört schnell auf und es kommt in diesem Jahr noch zu einer sinnvollen Erhöhung. Die Erhöhung, die im Bürgergeld vorgesehen ist, gleicht noch nicht mal die Inflation aus. Also die 50 Euro klingt erstmal viel, es ist noch nicht mal die Inflation, also die Kaufkraft geht auch für diese Menschen zurück. Wir brauchen Regelungen, dass Kündigungen seitens der Wohnungswirtschaft ausgesetzt werden, wenn hohe Betriebskosten-Nachzahlungen nicht sofort gezahlt werden können. Und um Menschen zu unterstützen, die ihre Miete, Strom- und Gasrechnungen nicht bezahlen können,
braucht es Härtefallfonds auch auf Landesebene und niederschwelligen Zugang. Und wir fordern auch, dass der Gaspreisdeckel natürlich für alle sozialen Einrichtungen mitgilt. Und da wird man sehen, wie der dann wirklich ausgestaltet wird. Alles das ist ja noch im Gesetzgebungsprozess. Sie merken, das ist eine kritische Situation, die nicht alle diakonischen Träger trifft, weil sie unterschiedliche Versorgungsverträge haben. Manche haben längerfristige Verträge. Da kommt das Problem erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn sie neue Verträge abschließen müssen. Andere haben jetzt schon neue Verträge abgeschlossen, in der Regel von einer Versechsfachung des Energiepreises. Das ist das, was uns in diesen Wochen intensivst beschäftigt, und zwar alle Geschäftsführenden und Vorstände in den diakonischen Einrichtungen und uns im Landesverband. In meinem Bericht gehe ich noch auf mehrere andere aktuelle Problemlagen ein, freie Schulen in Not. Wir haben massive Probleme mit der Schulfinanzierung im Freistaat Thüringen. Das Bundesprogramm Sprachkitas, was sehr erfolgreich gelaufen ist, soll von der Bundesregierung eingestellt werden. Da gibt es erste politische Signale auf Weiterführung, ganz neu. Das Kirchengesetz zum Schutz von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland wird auch in der Diakonie angewendet, ist vor einem Jahr von der Mitgliederversammlung als für die Diakonie verbindlich beschlossen worden, sodass wir einen gemeinsamen Standard haben in der EKM, in der evangelischen Kirche Anhalts und in der Diakonie Mitteldeutschland. Und das ist, denke ich, die wir alle gemeinsam Kirche sind, auch gut so. Und ich mache noch Ausführungen zu dem Schwerpunkt Kompetenzzentrum Diakonische Kirche, welches sich bei uns im Aufbau befindet. Soweit, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.